Ich studiere in der Kunsthochschule Weißensee Produktdesign und ich glaube, alle, die schon mal überlegt haben, Kunst oder Design oder so zu studieren, wissen, dass die Bewerbung ein absoluter Krampf ist. Meine Bewerbung ging es ungefähr 3 Monate und ich war auf wirklich sämtlichen Infoveranstaltungen und Mappenberatungen. Deswegen werde ich heute gerne mein Wissen mit euch teilen. Ich habe mir vor allem freie Kunst, visuelle Kommunikation, Produktdesign und Malerei angeguckt. Ich zeige euch heute eigentlich meine Taktik. Deswegen gibt es heute von mir 5 Tipps, die mir durch meine Bewerbungsphase geholfen haben. Ich muss natürlich sagen, es beruht alles auf meiner persönlichen Erfahrung. Hier übernehmen wir jetzt keine Garantie. Aber wir fangen einfach mal an. Punkt Nummer 1. Welche Uni ist die richtige für dich? Wenn man sich auf einen Designstudienplatz bewirbt, dann weiß man, dass die Chancen jetzt grundsätzlich nicht so gut stehen. Das ist so gemein, das ist so gemein. Bewerben sich einfach gottlos viele Leute und der Druck ist hoch. Deswegen würde ich empfehlen, dass man sich auf jeden Fall an mehreren Unis bewirbt, einfach weil dann mathematisch gesehen die Chancen schon mal besser stehen. Und es nimmt für einen halt auch, finde ich, so ein bisschen den Druck aus der Bewerbung, wenn man denkt, okay, es ist jetzt halt nicht die einzige Bewerbung, sondern ich bewerbe mich auch noch in anderen Unis. Außerdem wird man ja auch mit jeder Bewerbung immer ein bisschen schlauer und kann Sachen teilweise auch dann wieder recyceln für andere Unis. Ich habe mich zum Beispiel auch bei einer Uni eingeschrieben, um mir einfach nur anzugucken, was die Aufgabenstellung für die Mappe ist. Ich habe dann die Aufgabenstellung zugesendet bekommen, ich habe die Mappe dann da gar nicht abgegeben, aber es war trotzdem halt gut zu wissen, okay, was für eine Aufgabenstellung erwartet mich da. Noch ein kleiner Tipp am Rande, ich habe immer auf StudyCheck geguckt, wo es welche Unis gibt, welche staatlich und privat sind, was da genau angeboten wird. Das ist so eine Vergleichswebsite, die war eigentlich immer ganz nett, kann ich empfehlen. Freut mich. Punkt Nummer 2, der Masterplan. Und zwar ist in einer Bewerbungsphase Organisation key. Es gibt nämlich sehr viele Infotermine, Mappenberatungen, Fristen, Praktikumsvoraussetzungen. Und das alles empfehle ich euch wirklich ordentlich zu notieren. Heute lernst du dich neu kennen! Ein richtig unnötiges Problem ist halt auch, dass die Unis die Mappen teilweise noch so 3 Monate nach der Bewerbung behalten. Und wenn du dich dann mit den gleichen Zeichnungen an einer anderen Uni bewerben willst, wird's halt schwierig. Ich bin jetzt auch nicht so die organisierteste Person. I doubt it. Aber ich empfehle euch wirklich, dass ihr euch so einen kleinen Kalender oder so macht, dass ihr keine Infoveranstaltungen oder so verpasst. Das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich, was kommt in die Mappe? Ich hatte wirklich gar keinen Plan, was in meine Mappe rein soll. Deswegen war ich so verzweifelt, dass ich wirklich zu jeder Infoveranstaltung bin, Online-Meetings, Mappenkurse. Ich war in der ersten Reihe dabei. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, es hat einen großen Unterschied gemacht. Und deswegen empfehle ich euch, dass ihr wirklich zu jeder einzelnen Infoveranstaltung geht. Bei so einer Mappenberatung gucken die sich halt wirklich so deine Sachen an und sagen, ob es passt oder nicht oder was du verbessern kannst. Wie du bist, bist du perfekt. Aber ich muss euch auch ein bisschen vorwarnen. Teilweise sind die Professoren nämlich auch wirklich hart. Ich habe auf jeden Fall auch an einer Uni eine richtige Abfuhr bekommen. Da meinte die Professorin einfach nur so, ja, ich sehe hier wirklich keine künstlerische Begabung. Also ich glaube, sie sind hier vollkommen falsch. Das ist so gemein, das ist so gemein. Ich war da so 17 oder so. Das hat im Nachhinein wirklich richtig weh. Ich habe mir das auch echt zu Herzen genommen. Und da kann ich nur sagen, ja, lasst das, nehmt euch das nicht zu Herzen. Was ich euch jetzt aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die Unis sehr unterschiedliche Anforderungen haben und ihr braucht auf jeden Fall unterschiedliche Mappen für unterschiedliche Unis. That's halt irgendwo aus the game, ne? Was soll man da machen? Die Unis sind sehr eigen. Die Unis achten teilweise halt wirklich auf so sehr kleine Details. Bei der einen Mappenberatung meinte sie so, haben Sie das Bild etwa signiert? Und ich meine so, ja, also ich habe halt meinen Namen in die Ecke geschrieben. Und dann meinte sie so, ja, nee, also wir sortieren Mappen, die signiert sind, eigentlich immer sofort aus. Kacke. Das ist halt so ein Punkt, da kommst du nicht drauf. Sie meinte dann halt wirklich, ja, also ich würde das abkleben oder das Bild nochmal lieber neu malen, bevor ich ein Bild mit Signierung abgebe, weil sie halt wirklich meinte, die Mappen werden sofort aussortiert. Ich bin so sauer. Deswegen geht zu diesen Infoveranstaltungen, es lohnt sich wirklich. Oh, und noch ein kleiner Geheimtipp, es gibt nämlich an vielen Unis Studierende, die wirklich dafür bezahlt werden, private Mappenberatungen zu machen. Das ist meist auf den Websites nicht so groß angegeben, aber wenn ihr an die Studienberatung eine E-Mail schreibt und fragt, ob ihr eine persönliche oder individuelle Mappenberatung haben könnt, dann kriegt ihr das meistens. Deswegen E-Mails. Du bist ein Tiger. Okay, Zeit für Tipp Nummer 4. Was kommt nicht in die Mappe? Fangen wir mal an mit dem Thema Mappenkurs. Ich habe mich ja wie gesagt an ziemlich vielen Unis informiert und mir ist wirklich keine begegnet, die Mappenkurse feiern.
Hä? Es ist meist halt eher so, dass die Profs sofort erkennen, dass die Zeichnungen aus dem Mappenkurs kommen, weil die ganzen Mappen halt gleich aussehen, wenn man die in einem Mappenkurs macht. Ja, was noch am ehesten Sinn machen würde, ist sowas wie einen Zeichenkurs oder so zu belegen, wo ihr halt eher einen Skill erlernt, den ihr dann in der Mappe anwenden könnt. Wenn ihr jetzt denkt, ihr wollt im Zeichnen besser werden und dann ist das natürlich ganz praktisch für die Mappe. Aber sonst würde ich euch davon abraten. Und das nächste, was nicht so gut ankommt, ist Pinterest-Kunst. Ich glaube, ich hatte vor allem ein sehr verdrehtes Bild von Kunst und von Design, weil man so krass durch so Pinterest und Instagram beeinflusst ist. Und ich habe halt meist einfach ein ganz anderes Verständnis von Kunst. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass so Mappen, wo ich so war, oh, voll cute, das könnte auch ein Pinterest-Feed sein, waren die immer direkt so, sehr basic. Deswegen empfehle ich euch wirklich, dass ihr euch als Inspiration nicht an Instagram oder Pinterest oder auch jetzt an meiner Kunst orientiert. Ich habe davon wirklich kaum was eingereicht in der Mappe. Guckt euch lieber auf den Ausstellungen der Unis an, was andere Studierende da so machen. Meist gibt es auch auf der Website ganz viele Projekte, wo ihr euch das angucken könnt, oder ihr sucht euch die Studierenden auf Instagram raus, guckt, was die so machen. Ich glaube, das gibt euch auf jeden Fall mehr so eine Guidance, in welche Richtung es gehen soll. RIP Pinterest. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Ist der letzte, aber es ist ein guter. Ist das Studium das Richtige für dich? Ich bekomme jetzt gerade im Studium wirklich sehr ähnliche Aufgaben wie auch damals in der Bewerbung. Deswegen ist diese Bewerbungsphase und die Aufgaben wirklich auch so ein kleiner Test, finde ich, ob es das Richtige für dich ist. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch die Aufgabenstellung bei visueller Kommunikation angeguckt und als die reinkam, dachte ich mir so, boah, gar keinen Bock. Die Produktdesign-Aufgabenstellung hingegen, habe ich halt wirklich auch immer geguckt, ob es mir gerade Spaß macht. Und ich glaube, das bringt auch eine gewisse Leichtigkeit und Fluffigkeit mit in die Mappe, wenn ihr halt auch wirklich dabei so guckt, float es hier gerade. Ich glaube, wenn man das dann aber wirklich feststellt, auch so, ey, das macht mir doch gerade voll Spaß, dann kann man sich auch ein bisschen sicherer sein, von wegen, ja, dann ist es auch wirklich was für dich. Ich drücke euch ganz doll die Daumen für die Mappe. Wenn ihr Lust habt, meine Mappe zu sehen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde vielleicht sonst auch noch ein Q&A machen. Also alle Fragen, die ihr habt, gerne aufschreiben. Abonniert mich gerne auf Instagram und YouTube, um das nächste Video zu verpassen.